unplanmäßige Aufnahme. Wir hatten gerade so ein ziemliches Unwetter hier. Ja, auch bei uns hat es total geschüttet. Nur da, wo mein Gelände ist, meine Wiese ist und das Zelt steht, hat es wohl noch viel mehr gewütet. Und scheinbar ist das ganze Zelt, das jetzt nicht mal 5 Wochen steht, und scheißteuer war. Es war wirklich ein scheißteures Zelt. Scheinbar ist das ganze Zelt kaputt. So, jetzt sind wir gleich da. Also hier vorne liegt jetzt schon mal nichts im Feld, was ich sehe. Was schon mal gar nicht so verkehrt ist. Boah, jetzt ganze richtig dicke Äste hat es hier runtergeholt. Ich habe es mir schon mal kurz angeguckt. So sieht's aus. So viel dazu. Selbst die Bodenanker, das ist Stahl, alles verbogen. Ja. Alles verbogen. Die Planen sind noch dran. Die Sachen liegen noch hier. Es waren so 2-3 Plastikkisten und ein paar Frisbees auf der Wiese. Steine, alles was als Beschwerung da war, ist weg. Naja. Zumindest sind noch ein paar Sachen da. Also wenn ich es nicht hier beim Nachbarn am Zaun festgemacht hätte mit den Spanngurten, wäre es ganz weg. Ja. So viel dazu. Ich glaube 5 Wochen hat es gestanden. Dabei war es schon echt stabil, angeblich ein stabiles Zelt und war auch echt teuer. Schaut mal. Hier hat es so gewindet, dass sogar die Spanngurte komplett zerrissen sind. Jetzt komplett aus der LKW-Plane rausgerissen. In solchen Situationen wäre ich gerne wieder nur Angestellter in irgendeinem Büro. Gerade lief alles gut. Naja. Ich räume mal ein bisschen auf. So wird der Vlog wenigstens nicht langweilig. So schwer das natürlich auch ist, muss man in solchen Situationen das Positive sehen. Während das Zelt nur noch Müll ist, sind die aufblasbaren Gummibälle für unseren Treibballkurs noch da. Ironie, oder? Irgendwie komisch. So ist es leer. Ich gehe mal aufräumen. Egal, ja. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe jetzt gerade keine Luft auf das Vieh. Nee, nix, alles gut. So, rein ins Zelt. So ein Mist, ey. So, 19 Uhr.
Stündchen bin ich jetzt da, ein bisschen was haben wir abgebaut. Aber das Zelt ist einfach nur noch Schrott. Ich hole mir jetzt was zu trinken, weil das wird eine längere Geschichte hier und ich habe nichts mitgenommen. Außerdem ist hier vorne um die Ecke der Fotoladen, bei dem ich neue Batterien bestellt habe. Kann ich wenigstens das machen, weil ich eh gerade hier bin. Und dann werde ich, solange es denn braucht, das Zelt abbauen und irgendwo die Sachen verstauen. Und dann mache ich mir Gedanken darüber, wie ich das Ganze, ja, wie wir das so machen können, dass es in Zukunft nicht passiert. Also ich wusste, dass es da ab und zu mal windig ist. Und wir waren schon mal an einem recht oder an einem starken, windigen Tag. Da war es wirklich stark. Also hat es Sturmböen gehabt. Waren wir schon mal da. Aber das Zelt hatte gehalten. Und es ja, macht auch einen gewissen, oder macht auch einen sehr, sehr guten Eindruck eigentlich. Aber ja, das war wohl zu viel. Ich kann froh sein, dass ich es beim Nachbarn am Zaun mit Spanngurten fixiert habe. Ohne die wäre es jetzt ganz weg. Dann müsste ich jetzt quer über die Felder rennen, den Scheiß wieder einsammeln. So liegt wenigstens alles auf einem Haufen. Und dann gucke ich mal, was ich heute noch so hinkriege und inwieweit ich da jetzt ein paar Tage brauche, das wieder in Ordnung zu bringen. Die Alina ist jetzt gerade gekommen, die unterstützt so ein bisschen, die baut ein bisschen mit ab. Finde ich sehr nett. Hätte sie nicht machen müssen. In so einer Stimmung bin ich eigentlich auch ganz gern mal alleine. Aber man muss immer das Positive sehen. So kommt mein Border Collie heute lange raus und es ist kühl und die kann viel Frisbee spielen. Auch in Ordnung. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Neue Energie für die Kamera, damit auch nichts verloren geht. Und ich nichts verpasse, beziehungsweise ihr nichts verpasst. Gut. Die Batterien habe ich abgeholt. Zurück zum Platz. Sturmschäden beseitigen. Ein Großteil des Problems ist beseitigt. Hier haben wir mal aussortiert. Ihr seht, alles da hinter dem Karton ist vielleicht noch brauchbar, weil nicht ganz so doll verzogen. Aber hier. Das ist alles Müll. Hier war sogar ein Teil dabei, das ist längst gebrochen. Das da war es, glaube ich. Da. Wir müssen die Alurohre schon längst aufreißen, ne? Also jetzt richtig gewütet. Ja. Scheiße. Jetzt gucke ich, dass ich das alles hier irgendwie unterbringen kann, dass das erstmal hier bleiben kann. Ich hatte schon gesagt, wir können bei ihm ein bisschen was reinräumen, den Rest gucke ich, dass ich hier irgendwo unterbringe. Und dann mache ich mir mal Gedanken, was man als Alternative nehmen kann, dass für eine kleine Hundeschule irgendwie bezahlbar ist. So Baucontainer und sowas kriegt man im Moment wohl ganz schlecht. Und wenn dann nur zu horrenden Preisen durch die Flüchtlingsgeschichte, sind die alle unterwegs, die man bezahlen kann. Und ich kann mir halt keinen Container für 15.000 Euro leisten. Und 15.000, dann sind das echt schon gammelige Container. Also so ein richtig guter kostet noch deutlich mehr. Und zur Miete kriegt man die kaum noch, eben wegen der Flüchtlingsgeschichte. Ja, die Alina fährt jetzt noch ein paar Sachen weg. Und dann dampft die erstmal ab. Und ich mache hier noch weiter. Bis die Sonne untergeht, kann ich noch was machen. So zwei Stündchen räume ich hier noch auf und dann fahre ich auch nach Hause. Ja, das war wohl dann das Unwetterspezial.
die Sonne geht unter bald. Ich bin fertig mit Aufräumen. Es ist gleich 9 Uhr durch. 4 Stunden waren wir hier. Zeit für ein kurzes Fazit. Das ist der Haufen. Komplett Schrott. Ungefähr die Hälfte. Das ist der Haufen. Sieht noch ganz gut aus, müsste klappen. Und das ist der Haufen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht kann man die auch noch benutzen. So viel dann dazu. Das war mein Abend. Das war's für die Folge. Ich wünsche euch einen schönen Abend.